Es mag sonderbar sein, in den Zeiten der Pandemie einen Vortrag unter den Titel Going Viral zu stellen, als ob das etwas Positives wäre. Der Hintergedanke ist der, dass wir durchaus schon seit einiger Zeit diesen Prozess unternehmen. Dass also diese Welle, auf der wir reiten, diese Kurve, die wir jetzt zu begradigen versuchen, Going Viral, etwas ist, was sehr viel weiter zurückgeht. Nicht erst seit ein paar Wochen, seitdem die Zahlen der Ansteckung so wahnsinnig hochgekommen sind, uns prägt, sondern dass es etwas ist, was zutiefst mit also auch unserer ökonomischen, politischen Ordnung zu tun hat. Was man durchaus sehen kann, nicht nur, dass die Aktienmärkte im Augenblick verlieren, man sieht eben auch, dass bestimmte Formen von Übereinkünften, wie denn das Leben so zu laufen hat, durch die Entdeckung der Viralität in eine tiefe, tiefe Sinnkrise hineingeraten. Stellt sich die Frage, wie hat es eigentlich begonnen mit dieser Viralität? Nun, man könnte weit zurückgehen, bis ins 19. Jahrhundert und vielleicht als ersten Philosophen, der ein großes Sensorium, vielleicht neben Dürkheim eben auch, ein großes Sensorium da hatte, Friedrich Nietzsche, der begonnen hat, die Viralität als eine Form des Herdentriebs, als eine Form der Infektiosität, der Massenpsychologie aufzufassen, die ihrerseits merkwürdige Gesetze zeitigt. Das findet sich ganz massiv in seiner Vorstellung über die Moral, seine Genealogie der Moral. Da findet sich dieser sonderbare Satz: Moralität ist der Herdentrieb im Einzelnen. Ein Satz, der wirklich viele Phänomene, mit denen wir heute zu tun haben, also enthemmte Twitterati, die in irgendwelchen Shitstorms sich in Erregungskurven hinaufschrauben, zu erklären vermag. Also diese ganze moralische Utriertheit, die uns heimgesucht hat, die Gesellschaft der Viralität. Ich würde allerdings, damit wir vielleicht diesen Bruch klarer und deutlicher sehen können, gar nicht so weit zurückgehen, sondern in der Geschichte des Computers eigentlich den Beginn des Netzes, den Beginn des Internets dafür ansetzen. Und da gehen wir zurück in die späten 60er, Anfang 70er Jahre, als ein junger Mann, der in diesem Vortrag unser Fremdenführer sein soll, Robert Metcalfe, für Xerox PARC, das Ethernet, das Ethernetz sozusagen, gebaut hat. Merkwürdiges Konzept eigentlich, weil der Ether zu der damaligen Zeit schon physikalisch eine Vorstellung war, die eigentlich als überholt galt, also die Vorstellung einer weltumhüllenden Substanz, aber die Metcalfe aus der Mottenkiste rauskramte und als eine Art von symbolischer Haut, dass wir alle gewissermaßen in einem solchen Netz schweben, miteinander verbunden sind, in einer Welt, die uns umhüllt, das Ethernet, aus dem später dann das Internet werden sollte. Metcalfes Leid in gewisser Hinsicht war, dass seinem Gesetz, seiner Logik des Netzwerks nicht dieselbe Prominenz zuteil worden ist, wie sie Moore's Law, George Moore, zuteil wurde, der von dem ja sozusagen die Behauptung stammt, dass die Prozessorgeschwindigkeit sich alle 18 Monate verdoppelt und eine Art von exponentieller Acceleration mit sich bringen. Metcalfe's Law ist vielmehr ein Gesetz, das die Gesellschaft affiziert, der sogenannte Netzwerkeffekt, das, was wir mit Skalierung bezeichnen, gelegentlich aber auch als Growth Hacking oder als virales Marketing beschreiben. Das sind, wenn man so will, die technischen Seiten, die materiellen Veränderungen der Kommunikation. Ich würde das allerdings in einen größeren Kontext einbetten wollen, der eigentlich in unserer Erzählung schon die ganze Zeit präsent war. Das ist eine alte Ordnung, nennen wir sie mal die Ordnung der Repräsentation, durch eine neue Ordnung, die Ordnung der Simulation, ersetzt wird. Wir legen also ein Gesellschaftskostüm ab, ein altes, und ziehen ein neues Gesellschaftskostüm über. Und nicht von ungefähr nennen wir die Nachgeborenen, die nach dieser Zeit auf die Welt gekommen sind, gerne die Digital Natives. Also,
Wir gehen zurück in diese Zeit, die dann doch einige Turbulenzen hatte, die 60er Jahre. Und wir können hier sagen, dass eine der Merkwürdigkeiten eben darin besteht, dass die Menschen, die sich für Che Guevara, für Mao und dergleichen begeisterten, wir haben das in einem eigenen Vortrag noch vor uns, überhaupt kein Sensorium hatten für die unterbödige Veränderung, die sich zu dieser Zeit eben auch abspielte. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, stell dir vor, es war Revolution, aber niemand war da. Damals ist also diese Welle losgebrochen, auf der wir heute reiten, die Welle der Viralität, die virale Gesellschaft. Aber damit diese Geschichte nicht zu einer Heldengeschichte geht, müssen wir noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen und gewissermaßen die gesellschaftliche Seite in den Blick nehmen. Wir geraten das Jahr 1961, als auf der russischen Halbinsel Nova Semlia ein Pilz erscheint. Und dieser Pilz wird groß und größer und macht den Amerikanern schließlich klar, die Russen haben eine Wasserstoffbombe gezündet. Sie sind ein satisfaktionsfähiger Gegner. Im Grunde genommen ist die Wasserstoffbombenexplosion eigentlich der Endpunkt einer ganzen Reihe von Schocks, die schon in die 50er Jahre zurückgehen. Nicht nur, dass die Russen plötzlich selber Atombomben bauen konnten, sondern sie schickten sich an, zum Beispiel so etwas wie den Sputnik, also eine Rakete in den Weltraum zu schießen. Und wenig später wurde ein kleiner Hund, Laika, in einer solchen Rakete gesteckt und gen in den ins Weltall geschossen und wieder zurückgeführt. Und dann der Astronaut Juri Gagarin. Kurzum, all diese Interventionen machten den Amerikanern klar, hier gibt es einen Gegner und man muss sich technologisch rüsten. Wogegen rüsten? Gegen den Abwurf beispielsweise einer Atombombe. Da hatte man schon eine Art von Flugabwehrsystem gebaut, aber es gab eine Reihe von Fragen, die immer noch unbeantwortet waren. Denn was passiert eigentlich, wenn eine Atombombe fällt? Na gut, sie verwüstet die unmittelbare Umgebung, schrecklich. Aber sie macht noch ein zweites. Sie bewirkt, dass es zu einer, wenn man so will, elektromagnetischen Störung kommt. Electromagnetic Pulsation, EMP. Kein Motor, kein Telefon, nichts dergleichen, kein elektrisches Gerät funktioniert über einen gewissen Zeitraum. Das kann zu der interessanten Situation führen, dass der Leviathan, also der Machthaber in Washington, gar nicht weiß, dass er gerade an der Westküste einen tödlichen Schlag erlitten hat, einfach weil man ihm diese Nachricht nicht schicken kann. Genau das war das Schreckensszenario, auf das die Amerikaner sich vorbereiten wollten. Und sie schickten dazu einen jungen Wissenschaftler, einen polnischstämmigen Wissenschaftler los, Paul Baran, mit der gezielten Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Paul Baran hatte den naheliegenden Gedanken und sagte sich, okay, ich habe ein Telefonnetz von Netzknoten. Nun, wenn jetzt eine bestimmte direkte Leitung nach Washington vielleicht nicht funktioniert, der direkte Draht, ich muss nur einen anderen Netzknoten finden, irgendeinen verbliebenen Faden, auf dem ich mich nach Washington irgendwie durchfädeln kann. Das bedeutet aber, dass eine Nachricht losgeschickt werden muss. Sie muss vom Empfängerknoten entgegengenommen werden. Der muss quittieren, okay, ich bin noch am Leben, ich habe die Nachricht bekommen. Und dann kann die Nachricht weitergehen. Geht sie nicht, ist dieser Empfängerknoten nicht mehr am Leben, dann weiß man, okay, das muss man zu einem anderen Knoten schicken. Das heißt also, das Netz, das Telefonsystem wurde zum ersten Mal strukturell als eine Art von Netzknotensystem gedacht, bei dem also der jeweilige Knoten den Empfang quittieren musste. Allerdings kommt es hier zu einem Problem, letztlich der Signalübertragung. Was passiert eigentlich mit einem Signal, wenn man das mehrfach kopiert? Diejenigen, die noch mit Kassettenrekordern gearbeitet haben, wissen genau, wovon ich da rede. Also ich mache eine Kopie und es kommt ein gewisses Rauschen hinzu. Man könnte von dieser Kopie wiederum eine Kopie machen. Das Rauschen wird größer und wieder größer. Und irgendwann ertrinkt das Signal förmlich im Rauschen.
Poberander klar, also mit seinem System, wo man probeweise Kopien losschicken würde, den Empfang sich quittieren lassen würde, zurück, würde das nicht funktionieren. Also musste ein rein digitales System her, bei dem man eigentlich das Signal immer wieder in einen reinen Zustand von 0 und 1 würde bringen können. Kurzum, die Vorstellung eines Internets als Schutzsystem gegen eine atomare Verstrahlung war geboren. Aber wir sehen auch eine merkwürdige Dialektik. Dieses Schutzsystem führt seinerseits dazu, dass man gleichsam eine Art von informatischen Overkill lösen muss. Also man wehrt sich gegen die Verstrahlung, indem man selbst eine Art von strukturiertem Fallout, also Pakete organisiert, die in alle Himmelsrichtungen verschickt werden, katastrophisch, chaotisch, an irgendeiner Stelle dann wieder zusammengesetzt werden, das sogenannte Packet Switching. Poberan bekam ziemlich bald eine Erinnerung, oder es bekam relativ bald mit, dass dieses System mit der bisherigen Kommunikationsstruktur überhaupt nicht in Deckung zu bringen war. Seine Aufgabe war, sich die Kommunikationsstrukturen von Army, Air Force, Navy und dergleichen anzuschauen, zu gucken, wie man das organisieren könnte. Ihm war klar, das ist chaotisch. Da gibt es kein zusammenhängendes Kommunikationssystem. Also war seine Antwort, wenn man so will, informationeller Overkill, oder wie er es sagte, ich werde euch so viel verdammte Bandbreite geben, dass ihr gar nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt. Wir sehen also, und das ist die Geschichte, die wir schon einmal berührt haben in der Gestalt von Vannevar Bush, der eben nicht nur der Leiter des Manhattan Project, sondern eben auch ein Computerpionier war, der eine erste Form der Internetfantasie, den MEMEX-Apparat, in die Welt gesetzt hatte. Wir sehen also diese merkwürdige Dialektik, die sich wiederholt und die sich institutionell in der Geburt einer Institution niederschlägt, der sogenannten DARPA, der Defense, der ARPA erstmal, der Agency for Research Projects Agency, die dann eben zum Defense ARPA, Advanced Research Projects Agency, wurde. Erster Präsident dieser Vereinigung war erstaunlicherweise ein Psychologe, Joseph Licklider, der über Mensch-Maschinen-Interfaces in den 50er Jahren schon nachzudenken begann. Sein Nachfolger, der in unserer Geschichte schon eine Rolle spielt, weil er Robert Metcalf anheuert, das war Robert Taylor, Sohn eines methodistischen Pfarrers und ein Religionswissenschaftler von Haus, eigentlich eine erstaunliche Kombination, der ein großes Sensorium für Innovation und dergleichen hat und eben eine Gestalt wie Douglas Engelbart mit einem großen Forschungsbudget ausstattete. Ende der 60er Jahre allerdings war Robert Taylor nicht mehr so gut auf den amerikanischen Staat zu sprechen. Warum? Nun gut, er war mit dem Vietnamkrieg nicht einverstanden. Also nahm er dankend ein Angebot des amerikanischen Kopiererherstellers Xerox an, eine neue Research Agency an der Westküste aufzubauen, in Palo Alto, Xerox Park. Und das ist der Ort, wo wir unserem jungen Mann Robert Metcalf begegnen werden. Robert Melanchthon Metcalf entstammt einer Familie, die man den Viking Americans zurechnet, also den skandinavischen Auswanderern. Das schlägt sich in der Berufswahl nieder, die in seiner Familie ausgeprägt war. Sein Großvater war Kapitän, seine Großmutter arbeitete für die New Yorker Hafenbehörde, was dann Gespräche über Mafia, über Umschlagplätze dunkelster Art zum Gesprächsstoff machte. Sein Vater hatte deutlich einen Hang ins Bürgerliche und eigentlich nur zwei Lebenspläne. Frühzeitig in Rente gehen, den Sohn studieren lassen. Und der Sohn tat ihm den Gefallen, war ehrgeizig, ging nach Boston, wo er im MIT zunächst Business, dann Elektrotechnik zu studieren begann und in beiden seinen Bachelor machte.
Hier sehen wir übrigens, dass die Geschichte des Internets merkwürdige persönliche Züge zeigt, wie wichtig dergleichen ist. Einer seiner Lehrer war Jay Forrester, dem wir ein eigenes Kapitel gewidmet haben, und der einerseits das amerikanische Luftüberwachungssystem SAGE in den 50er Jahren wesentlich begleitete und zeitweilig eben auch dem Vorstand, andererseits eine erstaunliche Berufswendung vollzogen hatte, indem er in den 50er Jahren in der Sloan School of Management am MIT plötzlich Business zu unterrichten begann und das Denken in Simulationen zu seinem eigentlichen Stoff machte. Etwas, was, wie wir gelernt haben, ja zu den Strategiespielen in unserer Computerwelt geführt hat, aber eben auch zu den Simulationsrechnungen des Club of Rome, also Ende des Wachstums dergleichen in den 60er Jahren. Metcalfe rechnete ihm vor allem an, dass Forrester seine große Ernsthaftigkeit gehabt habe in Richtung auf die Wörter und auf die Benennung. So bekam man als Student bei Forrester einen Aufsatz manchmal bis zu 13 Mal zurück. Immer bitte, bitte, diese oder jene Passage zu überarbeiten, sie klarer zu machen und dergleichen. Und genau diese Sorgfalt ließ dann Metcalfe seiner Begriffsschöpfung des Ethernet angedeihen, die er vielleicht als seine größte Erfindung auffasste, vielleicht sogar noch mehr als die materielle Bemeisterung dieser technischen Fragen. Also die entscheidende Metapher, das Ethernet, den Äther, für die neue Welt beschrieben zu haben. Metcalfe bekam bald ein Angebot von der APA, ein Programmiererjob. Und zwar ging es darum, dass man eben einfach nur zwei Rechner miteinander verbindet. Also diese Frage von Paul Baran sozusagen quasi ernst nehmen musste. Wie macht man das? Das war also sein Gegenstand. Und der hatte einige Annehmlichkeiten zur Folge. Also man konnte in klimatisierten Räumen arbeiten, hatte jeden Tag ein weißes Hemd, ein White-Collar-Worker, hatte jemanden, der sich um die Wäsche kümmerte. Und Metcalfe ging ganz in diese Welt der Programmierung auf, machte die Arbeit also auch zu einem Dissertationsprojekt, was er dann in Harvard weiterverfolgte, bekam allerdings dann einen ersten Dämpfer, als man die Arbeit dieser studentischen Hand einfach aus der Hände nahm und in die Hände von Profis legen wollte, die dann diesen Netzknoten bauen sollten. Byrne, Baranek und Newman, eine große Firma, wo allerdings auch niemand anderer saß als ein Student. Das war also Metcalfes große Enttäuschung. Die Enttäuschung wurde noch größer, als man seine Doktorarbeit als zu wenig theoretisch, als zu technisch auffasst. Da musste sie gleich zweimal verteidigen. Also als er 1972 von Robert Taylor, dem ehemaligen Leiter der APA, jetzt Leiter von Xerox Park in Palo Alto, die Einladung bekam, nach Kalifornien zu gehen und die Vernetzung der Computer zum Gegenstand seiner Arbeit zu machen, war Robert Metcalfe fort, California, here I come. Die Bestellung von Robert Taylor zum Leiter von Xerox PARC war so etwas wie ein Geniestreich auf Seiten des Kopiererherstellers. Warum? Weil Taylor über die besten Beziehungen zur amerikanischen Computerintelligenz verfügte. Und es war immer ein leichtes, all die Menschen im Hause von Xerox PARC bei sich zu versammeln. Da waren zum Beispiel Chuck Geschke und James Warnock zuständig erstmal für die Erarbeitung des PostScript-Standards, also einer Sprache, mit der ein Computer mit einem Laserdrucker würde kommunizieren können. Und die beiden waren später, als Xerox PARC nicht fortgesetzt wurde, die Gründer von Adobe. Da war Charles Simonyi und Chuck Allen, die beiden Programmierer, auf die das Textverarbeitungssystem Word zurückgeht. Da war Alan Kay, der die Idee eines Tablet-Computers und überhaupt neuartiger Interfaces in die Welt brachte. Ein Patent, das dann später Steve Jobs für sich nutzbar machte. Kurzum, es war eine unendliche Intelligenz von Menschen versammelt.
Und das schlug sich natürlich auch in wahnsinnigen Erfolgen nieder. Etwa im Jahr 1972 gab es eigentlich schon den ersten Personal Computer, den Xerox Alto. Insofern ist unsere Vorstellung, dass der Personal Computer ein Produkt der 80er Jahre ist, eigentlich irreführend. Der war in Palo Alto, in Xerox Park, eine Realität bereits 10 Jahre zuvor. Das schlägt sich übrigens auch nieder in einem kleinen Streit, einem Disput, den Bill Gates und Steve Jobs einmal miteinander hatten. Jobs warf Bill Gates vor, dass er sich doch immer bei seinen Ideen bedient habe. Und Bill Gates sagte zu ihm, ach Steve, es ist ganz einfach, weißt du, wir beide hatten diesen reichen Onkel da um die Ecke, Xerox Park. Und du bist einfach derjenige gewesen, der eines Nachts da eingestiegen ist und einen Farbfernseher geklaut hat, vor mir. Diese Beschreibung ist nicht ganz falsch, denn Steve Jobs hatte tatsächlich die Intelligenz besessen, all die Patente, die Xerox Park in die Welt gesetzt hatte, sich unter den Nagel zu reißen, auf diese Art und Weise Apple einzuverleiben, was nicht ganz unwesentlich eben auch für den Firmenerfolg war. Man sollte nun annehmen, dass bei dieser versammelten Programmierintelligenz Xerox Park für Robert Metcalf eigentlich ein Paradies gewesen hätte sein müssen. Das traf allerdings nur in einem sehr bedingten Maße zu. Denn so sehr die Menschen alle an neuartigen Fragen interessiert waren, so wenig waren sie begeistert von der Idee der Vernetzung. Warum eigentlich nicht? Nun, der Gedanke war einfach, wenn ich hier meinen Desktop habe und mein Nachbar mit mir vernetzt ist, kann er doch einfach schauen, was ich hier auf meinem Desktop treibe. Er kann zum Beispiel etwas stehlen oder kann sich bedienen von meinen Ideen. Kurzum, wir haben hier die Idiosynkrasie des Eigentums, also der Möglichkeit der Privation, dass man einander beraubt durch den Zustand der Vergesellschaftung, durch den Zustand der Vernetzung. Der unmittelbare Vorgesetzte von Robert Metcalf tat seinerseits alles, um eigentlich das Projekt der Computervernetzung zu sabotieren. Metcalf hatte insistiert auf einem handelsüblichen Koaxialkabel. Sein Boss war der Meinung, für Vernetzung brauche man ein 9 cm dickes Kabel, für das man eigens Wände hätte einreißen oder umstellen müssen. Kurzum, eine Monstrosität, deren einziger Sinn und Zweck eigentlich darin bestand, dieses Projekt zu verunmöglichen. Weiter warf man Metcalf vor, dass sein Packaging-System überhaupt nicht ausgereift sei, denn Metcalf konnte nicht sicherstellen, dass ein Paket, das vom Knotenpunkt A losgeschickt wurde, mit hundertprozentiger Sicherheit beim Knotenpunkt B würde ankommen können. Es war natürlich ein quantenmechanisches Problem und es war auch auf quantenmechanische Art und Weise lösbar. Metcalf sagte sich, okay, wenn es nicht beim ersten Mal ankommt, Korpuskelwelle, dann kann ich es und ich aber ein Protokoll bekomme, es ist nicht angekommen, dann kann ich es ein zweites Mal, ein drittes Mal losschicken in Lichtgeschwindigkeit. Bemerkt es ohnehin niemand, wenn es angekommen ist und eines Tages, in einem bestimmten Augenblick wird es ankommen, ist die Geschichte gelaufen. Letztlich stellte sich all das, was Metcalf sich ausgedacht hatte, als absolut praktikabel und machbar heraus. Und er bestückte dann die Computer in Xerox Park mit einem Ethernet-Kabel, das mit gigantischer Geschwindigkeit 2,94 Megabit pro Sekunde kommunizierte. Und plötzlich begann irgendwie das Klima sich auch ein bisschen zu wandeln. Menschen sahen, was mit dieser Vernetzung möglich war. Zum Beispiel, dass man einander Nachrichten schicken könnte. Das Ad-Zeichen, das wir heute von unseren E-Mails kennen, rührt aus dieser Zeit, also der E-Mail-Verkehr. Dann weitere Performance-Messinstrumente, wo man von außen die Performance eines Computers messen konnte. Kurzum, die Vernetzung erzeugte irgendwann so etwas wie eine eigene Infrastruktur, die das Arbeiten der Menschen sukzessive veränderte. Und dann gab es diesen einen Augenblick, der eigentlich für Robert Metcalf so etwas wie ein innerer Vorbeimarsch war. Und woran bestand der? Ganz einfach. Das Netz fiel aus. Und binnen 5 Minuten
kam die gesamte Firma, jeder Einzelne, der sich bisher gar nicht begeistert von der Möglichkeit des Netzes gezeigt hätte, in sein Büro gestürmt und fragte, wo ist das Netz? Die Idiosynkrasien, auf die Robert Metcalfe bereits in seinem Wissenschaftlerkonsortium da getroffen ist, sind tatsächlich Belege eines ganz tiefgreifenden Paradigmenwechsels. Ein Wechsel, der übrigens klar macht, warum der Kopiermaschinenhersteller Xerox nicht in der Lage war, diesen, wenn man so will, Vorsprung eines Jahrzehntes für sich nutzbar zu machen und als größter Computerhersteller zu reüssieren. Eine kleine Anekdote, auf die Robert Metcalfe gern verweist, mag dies veranschaulichen. Da war genötigt, vor ein paar Repräsentanten von AT&T, also dem großen amerikanischen Telefonkonzern, sein neues Ethernet-Protokoll, Ethernet-Logik vorzuführen. Und es passiert, was bei Vorführung immer passiert. Der Vorführeffekt schlägt zu und das Netz fällt aus. Und als Metcalfe aufschaut, ratlos, sieht er eine Reihe fast lächelnder, fast glückselig dreinschauender Repräsentanten. Warum glückselig? Weil die Herren vor Augen geführt bekommen hatten, dass dieses ominöse Netz des Ethernet ihr Leben, ihre Arbeitswelt nicht würde durcheinander bringen können. Das schien ihnen ausgemacht. Wir sehen ja also hier den alten Privatheitsgedanken oder Eigentumsgedanken, der jetzt mit dieser Netzlogik konfligiert. In vergrößerter Form wiederholt sich diese Geschichte im Jahr 1978, als die Firma Xerox in wirtschaftlich schwieriger Zeit, hatte den Ölpreisschock gerade hinter sich, Bretton Woods, laute Turbulenzen, Stagflation und dergleichen, eruieren wollte, was denn da eigentlich ihre Wissenschaftler in Kalifornien so überhaupt da trieben. Also mietete man ein teures Hotel in Boca Raton an und die ganzen Herren von der Ostküste, Suit and Tie, gewandet mit Gattinnen, gelegentlich auch Geliebten begleitet, erschienen in diesem teuren Hotel. Und auf wen trafen sie da? Langhaarige Beatniks in Birkenstock-Sandalen, die vor Computern saßen und in ihre Keyboards hinein tippten. Und das war für die Repräsentanten der Firma der totale Kulturschock. Warum? Weil sie gewohnt waren, dass eine Führungskraft diktiert. Man diktiert und die Sekretärin tippt ab. Ein Mensch, der vor einem Keyboard sitzt und Dinge da eintippt, verrichtet Sekretärinnenarbeit. Irgendeine subalterne Tätigkeit. Kurzum, was hier sichtbar wird, ist nichts anderes als eine Welt der Planungshoheit, wenn man es will, einer pyramidalen Ordnung, wo auf der Spitze der reine Geist herrscht. Und eine Welt, in der merkwürdige, chaotische Gesetzmäßigkeiten da sind, der es ganz wenig Hierarchie, aber eine laterale Geschwindigkeit gibt, aber vor allem in der die Skalierungsphänomene des Rechners eine Rolle spielen. Jedenfalls, das Ergebnis dieser Konferenz, das Ergebnis dieser Zusammenkunft war, dass die Oberen der Meinung waren, diese ganze Unternehmung da in Kalifornien, das lohnt sich ehrlich nicht. Und das hat mit unserer Firmenkultur nichts zu tun, also vergesst es. Womit also die Karriere von Xerox als Computerhersteller beendet war. Eine ähnliche Geschichte erzählen übrigens Chuck Geschke und James Warnock, die, wie gesagt, das Protokoll für den Laserdrucker geschrieben hatten, das Postscript. Und damit in der Firma auf dieser neuen Kommunikation durchaus einen Dienst geleistet. Und die waren der Meinung, man müsse Postscript veröffentlichen und zum allgemeinen Standard machen. Und die Firma war der Meinung,
Um Gottes Willen, ein solches Projekt, von Anfang bis zur Evaluierung, bis zur Fertigstellung, das kann nur in einem Zeitraum von 8 Jahren passieren. Wonak und Geschke fanden, sie hätten nicht so viel Zeit und waren weg. Wir sehen also diesen Paradigmenwechsel von einer pyramidalen Ordnung hin zu einer lateralen Ordnung, die aber den großen Vorzug hat, dass sie, sagen wir mal, Grenzen, Ländergrenzen überwindet. In der Tat ist das Ethernet, was Metcalf vor Augen hatte und dann eben auch realisierte, nur die Vorwegnahme eines sehr viel größeren Netzes. Es war fast zwangsläufig, dass Leute wie Wynton Cerf dann da übergingen, Protokolle, das TCP, TCP-IP-Protokoll zu schreiben, UDP, das Unified Data Packaging, lauter Protokolle, deren Ziel eigentlich in einem weltweiten Netz bestehen würde. Das, was wir dann mit den frühen 90er Jahren eben vor uns haben. Der Möglichkeit, dass jedes beliebige Zeichen eben nicht nur hier und dort auf diesem oder jenem Schreibtisch ist, der von seinem Eigentümer überwacht ist, sondern anything, anytime, anywhere. Wenn ich am Anfang sehr abstrakt davon gesprochen habe, dass die Welt der Repräsentation in die Welt der Simulation übergeht, so können wir diesen Übergang nun historisch dingfest machen. Wir könnten sagen, es entsteht die Welt der Vernetzung, die Welt des viralen Marketings, Liquid Modernity, wie Sigmund Baumann, der verehrte Sigmund Baumann, dies genannt hat. Allerdings machen solche Begriffe eigentlich den Übergang, den wir hier erleben, verdunkeln sie eher. Man hat das Gefühl, als ob das in ein irgendwie ungefähres Nirgendwo hineingehen würde. Ähnlich eigentlich äußern sich in ihrer Philosophie die beiden französischen Denker Deleuze und Guattari, die in ihrem Anti-Ödipus eigentlich genau dieses politische Problem, wenn man so will, verhandelt haben. Da gibt es einerseits den alten zentralperspektivischen Staat, das ist der Ödipus, der König, der gewissermaßen top-down auf jeden herabschaut. Auf der anderen Seite gibt es eine neuartige Ordnung, die Ordnung des Netzes, das Rhizom, wo der Künstler Guerilla gewissermaßen sich mit anderen vernetzt und auf neuartige Art und Weise kommuniziert. Und auch hier ist es eine Romantisierung der Frage, ohne aber zu begreifen, dass man hier durchaus die Frage stellen muss, wo ist eigentlich dieses neue Netz als Ordnungssystem dem alten überlegen? Weshalb ist es überlegen? Worin genau besteht das Potenzialgefälle, die Qualitätsdifferenz? Mit dieser Kinderfrage nähern wir uns eigentlich erst dem Kern des Problems und stellen wir sie wirklich auf die denkbar einfachste Art und Weise. Stellen wir uns also 2 Netzknoten vor. Also wenn wir Netzknoten sagen, dann müssten wir im Sinne von Paul Baran immer auch intelligente Netzknoten denken. Also idealerweise stellen wir uns 2 Menschen vor. Stellen wir uns also 2 Menschen vor, die haben genau eine Verbindung, einen Dialog. Okay, eigentlich noch kein wirkliches Netz. Ein Netz, wie Jesus sagt, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich unter euch. Beginnt mit 3. Okay, die erste Gemeinschaft, 3. Die haben 3 Verbindungen, immerhin. Aber auch noch nicht so beeindruckend. Genauso wenig wie, wenn ein 4. hinzukommt, da kommen wir auf 6 Verbindungen. Und beim 5. kommen wir auf 10 Verbindungen. Alles noch so bescheiden und überschaubar. Können wir uns gut vorstellen. Machen wir nur einen kleinen Sprung und stellen uns 100 Menschen vor. Plötzlich haben wir da 4.550 Verbindungen. Gott sei Dank, woher kommt das? 4.450 Verbindungen. Woher dieser Sprung? Offenbar hat es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Die Mathematik dahinter ist leicht erklärt. Wir haben ein x, das mit sich selbst multipliziert wird, aber minus 1. Also im Falle von 5, 5 minus 1, 4, 5 mal 4, ergibt 20, geteilt durch 2. Also x mal x minus 1, geteilt durch 2. 10 Verbindungen für 5 Leute. Bei
100 mal 990 sind 9990 geteilt durch 2, kommen wir auf 4450 Netzverbindungen. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, wie 1,3 Milliarden Facebook-Nutzer, ich weiß nicht, mittlerweile sind es mehr, wie viele Verbindungen das sind. Diese Nullen werden wir uns nicht vorstellen können. Aber stellen wir uns eine Kleinstadt vor, 20.000 Menschen. Die haben, wenn sie denn alle miteinander vernetzt wären, also eine ideale Kleinstadt, hätten die 190 Millionen Verbindungen. Und wenn wir das vergleichen mit den auflagenstärksten Broadcasting-Systemen, One-to-Many-Systemen, die wir haben, wir müssen sagen, das ist unschlagbar. Der Spiegel, 3-4 Millionen Menschen. Dieses Netz, diese 190 Millionen Verbindungen, diese Informationsdichte wird dazu führen, dass eine Botschaft in diesem Netz eine gewisse Viralität annimmt, mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ihren Adressaten erreicht, oder jedermann erreicht, als das Broadcasting, wo ein Schleusenwärter sagt, das ist die Botschaft, die rausgehauen werden muss, um die Bevölkerung wie in Angst und Schrecken zu versetzen. Kurzum, die neuartigen Netze, selbst wenn der eine oder andere Faden reißt, deswegen ist ja das Netz nicht zerstört, sind resilienter und informationsdichter als die alten Systeme. Genau hier liegt, und das ist ein struktureller Unterschied, die Netze sind intelligenter. Und hier kommen, wenn wir das jetzt zusammenführen, und hier führen sich tatsächlich alle Dinge der Computergeschichte zusammen, die wir überhaupt beobachten können. Also erstens das Alphabet, die Elektrizität, Lichtgeschwindigkeit, dann die Boolsche Logik, die eben auch eine Art von Expansionsgeschichte ist, x gleich x hoch n. Unendlichkeit der Zeichen und auch die vollkommene Entrückung von der materiellen Welt, die, wenn man so will, die Liquidierung des Konkreten, das verwandelt sich im Bild sozusagen quasi dieses Netzwerkes, das ja auch eine Art von imaginärer, utopischer Wesenheit ist, die sich im Äther über die Welt spannt, zu dieser Logik des Anything, Anytime, Anywhere. Und hier, spätestens, muss es uns interessieren, wenn beispielsweise in China ein Sack Reis umfällt oder ein Virus von einer Fledermaus auf einen Menschen übergeht. Anything, anytime, anywhere wird bedeuten unter den Maßgaben einer vernetzten Gesellschaft, dass es uns affizieren wird. Eigentlich leben wir diese Welt schon, reiten wir diese Welle, deren Kurve wir gerade flatten wollen, flatten the curve, reiten wir diese Welle schon seit den 70er Jahren. Und sie ist eben nicht nur beschränkt auf das Netz, das ja manche Leute als eine Art von digitaler Hinterwelt, so ein Second Life gesehen haben, sondern sie ist eben auch längst beheimatet in unserem Geldsystem, in unserer Logistik, in unserem Güteraustausch, in der Art und Weise, wie wir die Dinge valorisieren, was wir für wichtig halten oder nicht für wichtig halten, weswegen bestimmte Formen der moralischen Erregung, die ganzen Shitstorms, der moralische Herdentrieb, wenn wir das mit Nietzsche nennen wollen, plötzlich so eine unglaubliche Bedeutung haben bekommen können. Wir leben in einer Gesellschaft der Viralität. Oder genauer, wir leben in einer Gesellschaft, in der ein Fallout, so wie in der Welt des Paul Baran, der atomare Fallout ein Problem ist, durch ein digitales Überlebenssystem eingehegt werden muss. Kurzum, die Pandemie macht nichts weiter sichtbar als unsere ökonomischen und politischen, medialen, unsere geistigen Verhältnisse. Und darin besteht der Schock. Nun, ich will mich in dieser Lecture nicht anheischig machen, diese Frage, worin denn genau der Geist der Simulation bestehen könne, abschließend zu beantworten. Dazu ist diese Frage viel zu groß. Ich möchte erstmal nur auf die Tatsache hinweisen, dass wir mit dem Netz diesen Riss wirklich beobachten können. Und dass das, was jetzt passiert, auf eine gewisse Art und Weise die Konfrontation mit einem veränderten Realitätsprinzip ist. Dass wir
in einer neuen, in einer anderen, in einer viralen Welt leben.